Und also es ist ganz hart umkämpft hier, dieses Match. Ein Fight par excellence. Der erste Aufschlag bei Golovin momentan zu 55% im Feld. Wenn er kommt, dann macht sie nur zu 54% im Punkt, über den zweiten zu 43. Den auch nicht, klasse rausgespielt von Petrova. Die hat den Breakball, Chance zum 3 beide. Bislang eine von drei Möglichkeiten genutzt. Golovin ist da etwas besser. Optimal sozusagen. Tja, und dann kommt der Servicewinner von Tatjana Golovin. Sie schaut nochmal nach. Nadia Petrova war der auch drauf. Er war's. Dem einen Ball eben, dem hätte andere für Golovin hinterhergehen können. Das macht sie eh viel zu selten. Nochmal die Chance für Petrova, zum Ausgleich zu kommen. Selten, dass beide mal einen Slice einstreuen und wenn, geht er gleich so weit daneben, weil sie, was das anbelangt, einfach überhaupt nicht ja, geübt sind, muss man wohl so sagen. Es gibt nur wenige Spielerinnen, die diese Variation permanent bringen. Wechsel aus Topspin und Slice. 3-2 und wieder ein Stand. Return kommt zu schnell zurück und Golovin steht nicht gut zum Ball. Deuce. War der sechste Breakball für Petrova. Nur einen bislang genutzt. Zu kurz und die Slice-Bälle meistens verunglückt. Wieder ein Stand. Das kann ein abendfüllendes Programm werden.
Pass immer die Vorhand cross von Petrova, die patzt. Ein ums andere Mal im Netz landet oder zu lang ist. Ganz hauchdünn verzogen von Nadia Petrova und da ist sie sicherlich ein bisschen im Glück, die Tatjana Golovin. 4:2. Den hätten sie natürlich nie und nimmer gesehen, diesen crossgespielten Ball von Petrova, der vielleicht 1-2 Zentimeter im Aus landet. Also, Golovin hält das Break. Hauchdünn gescheitert. Konnte sie versuchen. Petrova war relativ weit hinten. Die Chance zum Doppelbreak für Tatjana Golovin, die Möglichkeit zum 5:2. Tatsächlich passiert. Sie erwischt hier wirklich den besseren Start. Tatjana Golovin zwar schweißgebadet, aber 5-2 vorne, gleich neue Bälle für sie, wenn sie zum Satzgewinn serviert. Und die ist konsterniert, Nadia Petrova.
Nadia Petrova liegt 2-5 hinten und dann kommt Dick, denn gleich wird Golovin sogar noch servieren. Das heißt, alles sieht danach aus, als könnte Tatjana Golovin hier den ersten Satz im Finale der Bausch & Lomb Championships in Amelia Island zu ihren Gunsten entscheiden. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, haben schon alles erlebt. Sie spielt erst ihr zweites Turnier auf grünem Sand, Golovin, alles möglich. Wir haben es in den letzten Tagen gesehen. Die alte Schwäche, wenn zum Satz, wenn zum Match serviert wird, gibt es den Doppelfehler. Ein Ass, das sie jetzt mal gut gebrauchen kann. Tatjana Golovin genau im richtigen Moment das erste in dieser Partie. Kommt gerade recht, 30-15. Ein Service-Winner obendrauf. Und Golovin hat die Satzbälle. Ist es. Und wer hätte das gedacht? Golovin wird zumindest insofern der Favoritenstellung recht, als sie ja vorher 4-1 in der internen Bilanz führte. Klarer erster Satz zu ihren Gunsten. 6-2. Tatjana Golovin wartet auf den Aufschlag von Nadia Petrova. Mal gucken, ob die jetzt in der Lage ist, diesen Spieß hier umzudrehen in dieser Partie. Da muss sie ein bisschen besser servieren. Schaut nochmal in den Himmel. Wo steht die Sonne? Und dann kann es weitergehen. Tja, skeptisch, klar, die Chefin im Team, wenn Sie so wollen, die russische Trainerin von Nadia Petrova, Tatjana Matuknuke. Thank you.
third appeal. Wir haben es ganz gut gehört. Go Tatjana, das war Lars Wahlgren im Hintergrund. 13 von 18 Punkten am Netz gewonnen. Petrova, die wesentlich offensiver spielt in dieser Partie. Immer wieder diese Vorhand cross gespielt im Aus. Das war schon gestern so im Halbfinale. Sie schüttelt den Kopf. Verständlich. Zur Einzelführung. Ich sollte nicht gleich zu Beginn dieses Satzes abgeben. Nadja Petrova, Vater super Hammerwerfer, Mutter hervorragende 4-Meter-Läuferin, hat diese Gene geerbt, genauso wie sie die Gene ihres Vaters, der Eishockey-Profi war und Trainer und von Moskau nach Lyon ging. Deshalb Golovin-Französin. Das sah zwar gut aus, war gut eingewickelt, aber nicht hundertprozentig perfekt gespielt von Tatjana Golovin. Also 1-0-Führung für Petrova. Es hat dieses zwischen diesen beiden schon einige harte Schlachten gegeben. Unter anderem eine auf Hartplatz bei den US Open im letzten Jahr. Kann mich noch gut daran erinnern, war damals die dritte Runde. Golovin 7-5, 6-7, 6-3. Petrova hat noch nicht gegen Golovin gewonnen, wenn sie den ersten Satz verlor. Aber daraus kann sich sicher alles ändern. Petrova in Finals in jedem Fall besser als Golovin. Aufschlag der Französin. Einmal mehr knapp verzogen die Vorhand von Nadja Petrova. Und Sie sehen es an der Körperhaltung, das schmeckt ihr überhaupt nicht. Da ist so ein bisschen der Wurm drin, gar keine Frage. Und Golovin logischerweise clever genug, immer wieder die Vorhand zu bedienen. Aber immer klappt das nicht, in dem Fall wesentlich offensiver Petrova.
Golovin, die begeisterte Tänzerin übrigens. Dirty Dancing, das ist ihr Credo, ein Film, den sie, wie sie selber sagt, schon über 20 Mal gesehen hat. Wenn man sie trifft in Paris oder wo auch immer, dann sieht man sie auch in den einschlägigen Tanzschub, natürlich dann, wenn es angebracht ist, nicht permanent. Sie muss diese Fehlerquote minimieren, wenn sie eine Chance haben will, gegen eine in diesem Turnier sehr, sehr konstant spielende Tatjana Golovin. Der Aufschlaggewinner am Ende, Golovin mit dem 1:1. Die hier an 8 gesetzte Französin. Das wäre was, wenn sie den ersten Titel holen würde unter den Augen ihres Fed Cup Coaches Loïc Courtois, der extra da ist. Amélie Mauresmo erst wieder in Charleston betreut. Loïc Courtois wird ja Frankreich als Teamchef anführen Ende April, wenn es gegen Deutschland geht in Frankreich. Genau die richtige Antwort. Schöner Winkel von Nadja Petrova. Und schauen Sie, wie sauer die ist. Nicht nur, weil sie den ersten vergeigt hatte, den ersten Satz, auch weil sie zu viele Fehler macht, ganz klar. Optimal gespielt der Angriffsball. Quasi in den Schläger von Petrova. Das nutzt die sofort. Nach 0:30, 30 beide. Der Curling im Anschluss, Finale Kanada, Deutschland. Die Frage natürlich nur, wie lange wird diese Partie hier dauern? Wenn es über 3 geht, dann dürfte es ein bisschen länger dauern. Schauen wir mal. Das Ass von Petrova und die Chance zum 2:1. Ah!
einmal mehr im Überschwang. Es bleibt bei der hohen Fehlerquote. Die muss sie in jedem Fall minimieren. Also andererseits wird sie hier keinen Blumentopf gewinnen. Schauen Sie sich das an. 21 zu 7, dreimal so viel Fehler gemacht. So kann das nichts werden. Klassisch ausgespielt. Aber wie? Breakball. Chance für Golovin zum 2:1. Das war genau richtig. Umlaufen, dann knallhart die Linie entlang gesetzt und im Nachsetzen Golovin mit dem Break in diesen zweiten Satz. Das muss noch überhaupt nichts heißen. Kurze Wärmung. Nadja Petrova nachdenklich in dieser Pause, den Kopf wiegend. Natürlich geht es auch um die Nackenmuskulatur, die oft sehr angespannt ist. Hat die Probleme mit Nadja Petrova, lässt sich meist nach den Spielen entsprechend massieren, genauso wie Tatjana Golovin. Beide nicht so begeistert gewesen in der Woche, dass es so kalt ist in Amelia Island. 14 Grad, wie gesagt, das ist äußerst kühl für die Verhältnisse in dieser Region. Um diese Jahreszeit im April normalerweise so Temperaturen um die 30 Grad. Das Wetter spielt derzeit verrückt auf diesem Erdball. 1-2, beziehungsweise natürlich 2-1. Führung für Golovin. Nachdem sie den ersten 6-2 zu ihren Gunsten entschieden hat. Eine sehr eigenwillige Aufschlagtechnik. Völlig unverständlich, dass man einen Break realisiert und dann mit zwei Doppelfehlern sich womöglich gleich wieder alles nimmt. Das waren bereits die Fehler 3 und 4. Miene der Trainerin nachdenklich ob dieser Fehlerquote, aber da ist noch überhaupt nichts entschieden. Kann sie jederzeit minimieren, Nadja Petrova.
Sie ist die Vorhand, die ein oder andere Mal schwächelt. Aus diesem Keller kommt sie nicht raus. Da muss Wahlgren noch ganze Arbeit leisten. Sicherlich ein mentales Problem. Einer der wenigen Fehler der Französin. Sehr schön. Das war ein schöner Topspin eben von Petrova und dann der Winkel 1A. Aus der Perspektive gut zu sehen. Möglichkeit für Petrova zum 2:2. Macht sie genau richtig, Petrova greift an, spielt aggressiv. So flucht original Nadja Petrova. Ein paar lässige russische Flüche auf den Court geschmettert. Die kann es verstehen übrigens, Tatjana Golovin wird sich ihren Teil denken. Da winkt sie aber mehr ab, die Nadja Petrova weiß nicht, wie ihr geschieht. Aber jetzt weiß sie es, da kommt ihr Nas um die Ohren geflogen und wieder schafft sie es. Golovin, mental sehr, sehr stark in diesen letzten Tagen. Ist ja klar, dieses Ziel vor Augen zu haben, endlich mal einen Sieg. Das kann blockieren, kann aber auch vielleicht mal Kräfte freisetzen. Das sieht so aus in diesem Fall. Noch lange nicht zu Hause, klar. 6-2-3-1. Immerhin. Thank you.
Der Aufschlag eben viel zu kurz. Golovin attackiert, hat die Möglichkeiten zum Doppelbreak, genau wie im ersten Satz. Bisschen von der Rolle jetzt, Petrova. So die Leistung von Golovin nicht schmälern. Golovin nutzt bislang alle Breakmöglichkeiten, 4 von 4. Aber der war nicht gut genug zurückgespielt. In die Mitte, weil sie Petrova keinen Winkel geben wollte. Aber viel zu kurz erneut. Ein Breakball bleibt. Vorhand scheint ihr heute das Genick zu brechen. 4-1 Führung Golovin auf dem Weg, womöglich zu ihrem ersten Titel. Noch ist es nicht so weit. Zurück bei den Bausch & Lomb Championships in Amelia Island, wo Tatjana Golovin 6-2, 4-1 führt. Sie steht im vierten Endspiel ihrer Karriere. 2004 in Birmingham verloren sie gegen Sharapova. 2005 in Tokio scheiterte sie an Vaidishova und in Stuttgart im letzten Jahr an Petrova. Die könnte sie heute schlagen, um den ersten Titel ihrer Karriere zu holen. 6-2, 4-1. Das geht ruckzuck. Sollte sie jetzt abgeben, Golovin. Dann ist Petrova wieder aufgebaut. Aber bislang hat der Golovin in diesem Turnier meistens kritische Situationen gemeistert. Bärenstark gespielt, außer Defensive heraus dieser Passierball, Kurzcross, überhaupt nicht drin für Nadia Petrova. Die versucht wirklich einiges hier und die wird regelmäßig ausgekontert. Super.
5-1. Golovin erhöht. Sieht nach einem klaren Erfolg aus. Zumal Petrova heute wirklich unterirdisch serviert. Für ihre Verhältnisse wohlgemerkt. Kann passieren. Ist nicht ihr Wetter, ganz klar. Sie liebt es ganz anders. In Ägypten groß geworden. Da schätzt man nicht unbedingt diese Kälte. Ja, wieder die bessere Antwort. Was sie auch macht, Petrova. Es geht schief. 0:30, zwei Punkte fehlen. Tatjana Golovin, um zum ersten Mal in die Karriere so richtig zu jubeln, nämlich über einen Turniersieg. Da könnte jetzt noch ein bisschen Anspannung dazu kommen, kurz vor solch einem möglichen Triumph. Könnte man ihr auch nicht verdenken. Also sie verkrampft überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie spielt das beste Tennis, was sie auspacken kann. Tatjana Golovin. Drei Matchbälle. Eine Stunde, 14 Minuten erst gespielt. Punktzahl ganz klar 64-44 für die Französin. Jetzt über den zweiten Petrova. Und da macht sie nur zu 32% den Punkt. Die ganz große Achillesferse. Linie. Trotz ist nochmal voll riskiert, warum auch nicht bei diesem Spielstand. Symptomatisch für dieses Match, die Vorhand-Cross landet im Aus und Tatjana Golovin holt sich endlich den heiß ersehnten Titel. Vielleicht der Durchbruch jetzt auf der Damentour von 20 auf 19 damit, aber all das zählt ja nicht. Es ist der erste Sieg für sie und da freut sich auch die Kollegin, die weiß ja, wie das war damals, als Petrova 2005 in Linz in drei Sätzen gegen Patti Schnieder gewann. Heute also Golovin, die Siegerin gegen Nadia Petrova in zwei. Glückwunsch! Ganz sympathische Dame, die Sie bei uns immer sehen können in den Vignetten. Wir haben noch einige für Sie präsent in den nächsten Monaten. Da lächelt sie immer so wunderschön. Die Salsa-Tänzerin, das kann sie nämlich auch ganz gut, gewinnt hier den ersten Titel. $90.000 kommen hinzu.